Ich darf den nicht besser liegen, das stimmt. Okay, der liegt in einem schönen Spiegelei, aber ich werde aus dem Bunker kommen und ich denke, das ist sehr gut für dich. Du hast wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung. Am Anfang hat man viel Respekt vor diesem Bunker, vor Bunkern allgemein, aber das muss nicht sein. Im Bunker darf man ein bisschen schlagen. Im Bunker muss man nicht den Ball perfekt treffen, nur ein bisschen davor. So, mein Vorschlag ist, dass du Folgendes tust. Du musst erstmal viel Pitchen üben. Pitchen ist dieser kleine halbe Schwung, ganz normale Schwung. Und den Pitch wollen wir ja im Bunker machen. Nur, wir werden uns ein bisschen breiter stellen. Oder wenn der Sand weich ist, schön die Füße einbuddeln. Das kann ich ja nicht. Und der Ball muss etwas vorne im Stand liegen. Es ist wichtig, dass du auf einen Punkt hinter dem Ball schauen und dann diesen Punkt treffen und schön durchschwingen. Denk jetzt gar nicht an den Ball, denk an den Punkt und denk an einen Pitch. Du möchtest eine Pitchbewegung ja machen. So, und wenn du es irgendwie schaffst, den Ball irgendwo auf dem Grün zu spielen, dann bist du wirklich viel, viel besser als die meisten Golfer mit einem höheren Handicap. So, vielleicht kann ich das auch schaffen. Ich gucke auf den Punkt. Ich denke jetzt nur Pitch, relativ kurzer Rückschwung und entschlossen durchschwingen. Ja, das ist okay, oder? Wir haben sogar eine Chance da, den Ball einzulochen. Ich mache es einmal mit dir von vorne, damit du meine Ballposition sehen kannst. Okay. Jetzt liegt der Ball ein bisschen besser. Alright. Leicht links von der Mitte. Schön in die Knie gehen. Ich sehe meinen Punkt da knapp hinter dem Ball. Und ich werde einen kleinen Schwung machen. Ich denke nicht an den Ball. Ich möchte den Schwung zu Ende schaffen. So, wenn der Sand nicht da wäre und ich nur den Ball getroffen hätte, wäre das ungefähr, würde ich sagen, so ein 30, 40 Meter Schlag. Wirklich effektiv. Bitte den Kopf still, nicht nach oben gehen lassen, nicht zu viel zur Seite. Bleib, wo du bist, und du wirst den Punkt treffen. Und trau dich, trau dich. Okay, danke für das Zugucken und das Wetter ist so schön. Ich bin hier im Golfclub Lütelsburg, mein neues Zuhause. Hier kann ich sehr gut trainieren. Trainingsmöglichkeiten sind klasse und ich kann mit meinen Schülern auf den Platz, da wo richtig was gelernt wird. Und für mein eigenes Spiel ist es auch top. Okay, tschüss.